Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play Prequest für BFA mit unserem Jäger Tagari. Ja, ihr seht es, wir haben eine Nachtsicht von der Kriegsfürstin. Stunde der Abrechnung, Champions der Horde, die Zeit ist gekommen, die Allianz will Unterstadt unterwerfen. Okay, belagert Burg Lordaeron, ihr sollt euch umgehend bei Hochfürst Sauerfang melden, beeilt euch. Ja, dann werden wir die Aufgabe. Es ist Zeit. Die Allianz wird durch unsere Hand fallen, während sie vergebens versucht, uns Burg Lordaeron zu entreißen. Meldet euch bei Hochfürst Sauerfang. Zeigt ihnen, welchen Preis sie dafür bezahlen. Für die Horde! Für die Horde, Sylvanas. So, ich werde aber nochmal schnell Interface. Einstellungen, Dialoge machen wir ein kleines bisschen lauter. Das machen wir alles ein bisschen leiser. Dass man die Dialoge schön mithören kann. Das finde ich viel bisschen besser. So müsste das gehen. So, wo ist er denn? Beim Kriegsrat ist er. Dann wollen wir da mal gleich hin mit unserer neuen schönen Fledermaus. Hahaha. Und dann werden wir mal gucken, was in Lordaeron auf uns wartet. Welcher Streitmacht die Allianz uns angreift. Da bin ich ja gespannt. Da ist er, unser Freund Hochfürst Sauerfang. Ich bin Sauerfang, Bruder von Broxigar. Achso, wir müssen eine Belohnung auswählen natürlich. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das Schwert. Ein ehrenhafter Tod auf dem Schlachtfeld ist ein Tod, der eines Orks würdig ist. Okay, Sauerfang, dann wollen wir mal. Warte, ich muss mal ansprechen. Was benötigt ihr? Denkt dran. Geduld und Disziplin. Die Schlacht um Lordaeron. Es wird eine Gruppe für folgende Dungeon zusammengestellt. Okay. Da wollen wir mal. Auf nach Lordaeron. Für die Horde. So, da sind wir gleich angekommen. Ihr seht es. Das ist eine schnelle Reise mit dem Schiff. So, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben diese Feiglinge im Magierviertel isoliert und die restlichen Viertel gesichert. So, wir sind da. Oh, das ist... Oh, mit einem Bärchen? Na, da werden wir mal. Sauerfang geht vor. Ich hoffe, der Kampfsound ist nicht ganz so laut. Eigentlich müsste es gehen. Ich habe extra ein bisschen jetzt den Dialog lauter gemacht, weil ich finde es schön, wenn man mal hört, was die so sagen. Vor allem unser schöner Ork Sauerfang, der hat schon eine recht geile Stimme. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Okay, das ist jetzt ein bisschen laut, wenn wir reden. Aber das kriegen wir schon hin. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, Entschuldigung. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas ja, anvisieren. Ja, ich weiß. So, oh, so fangen wir. Komm. Die sind schon bis in die Unterstadt eingedrungen. Mann, Mann, Mann. Noch mehr Spione. Sie sitzen in der Falle. Wir wurden entdeckt. Wir haben die ich Infos. Habe kein Ziel. Jetzt müssen wir es nur hier rausschaffen. Dann eben Plan B. Drüben der Klaue. Angriff! Findet sie! So, dann schießen wir sie einfach mal alle tot. Ganz einfach. So. Ihr werdet unsere Stadt niemals kriegen für die Horde. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
So, Sauerfang. Ich finde, den haben sie so geil gemacht. Das, dieses neue Modell von ihnen, das ist so gut. Ich bin außer Reichweite. So, Sauerfang. Führ uns in den Krieg. Die Tunnel sind gesichert. Öffnet das Tor. Sie kamen aus den Schatten und sie sind überall. Naja, es soll für uns kein Problem darstellen. Einer ist schon offline von unserer Gruppe. Ja, ist nicht schlimm. Machen wir es halt solo. Noch Hilfe, da sind noch welche. Tötet die Allianz. Ich habe kein Ziel. Ja, ich weiß. Zack. Beeilt euch! Öffnet ein Portal zur Burg. Wir müssen zum Kriegshäuptling. Genau. Wo ist das Portal? Da unten. Und ab zu unserer unserem Kriegshäuptling. Wo sind sie alle versammelt? Bluthof. Ist Unterstadt evakuiert? Ja, Kriegshäuptling. Dann setzen wir dem jetzt endlich ein Ende. Sauerfang, sammelt eure Truppen. Ich bereite die Azeritmaschine vor. Champions, folgt dem Befehl eures Kriegshäuptlings. Wir ziehen gegen die Allianz in den Kampf. Sie sind viele. Aber wir sind stärker. Wir sind die Horde. Wer uns bedroht, wird vernichtet. Loktar Ogar! Loktar Ogar! Da krieg selbst ich Gänsehaut. Ich muss dazu gestehen, ich habe ein Horde-Tattoo auch mit Loktar Ogar drauf. Auf dem Unterarm. Drängt sie zurück. Ja, da wollen wir mal, ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ab in die Schlacht. Was haben sie denn aufgefahren? Naja. Es geht. Dann wollen wir mal Jägerchen, ne? Zack. Ich habe kein Ziel. Gemetzel. Ich brauche ein Ziel. So, wir schießen einfach nur drauf. Wir bewegen uns gar nicht. Die kommen ja von alleine. So, und da, wo sind sie? Wo ist Auduin? Und der alte Graumähne. Ich mag den einfach nicht. Den alten Köter. Sauerfang, den mag ich mittlerweile auch richtig gern. Unsere Kriegsfürstin auch sowieso. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ja, du hast doch was anvisiert. Sind genug Leute, die abschießen kannst. Erzähl doch nicht. So. Ich habe kein Ziel. Bezwinge 3 Angriffswellen. Okay. Es ist vorbei, Sylvanas. Bald stürzen die Mauern von Lordaeron um euch ein. Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, womit ihr es zu tun habt, kleiner König. Das ist erst der Anfang. Da ist er, Auduin. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was gebaut wurde, kann man auch zerstören. Gen, folgt mir. Schützen, Gewehre laden und vorrücken. Vergesst ihre Armee fürs Erste. Bombardiert ihre Belagerungstürme. Ich brauche ein Ziel. Okay. Dann wollen wir mal die Türme zerstören, ne? Oh, ein bisschen Multishot hier.
Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ich weiß es ja. Entschuldigung, das ist echt nervig, ich weiß. Aber ich hab, sonst hört ihr den anderen Sound nicht, wenn sie reden, deswegen. So, haben wir gleich die erste Angriffswelle. Ich habe kein Ziel. Überstanden. Anlegen und vorrücken. Oh, jetzt kommen die Nachtelfen. Ich muss näher heran. Boah, das ist ein Krieg, sage ich euch. Ha. Aber ich finde es so komisch, dass Blizzard doch... Ich brauche ein Ziel. Ich habe es auch vorbestellt. Ne? Und Blizzard hat gesagt, die Vorbestellten dürfen das spielen. Das war mit drin, dass man es vorbestellen kann. Aber jetzt können es trotzdem alle spielen. Naja, was soll ich dazu sagen? Blizzard halt, ne? So. Haben wir gleich die nächste Welle besiegt. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ich weiß es doch. Der Arduin. Meine Damen und Herren, startet die Motoren! Zum Angriff! So, und die letzte Angriffswelle. Zack. Für die Horde, tötet sie alle. So, da ist der erste Turm gleich hinne. Wir gehen gleich mal zum nächsten. Das ist zu weit entfernt. Uns hat gerade irgendwas erwischt. Von der Seite hier fliegt so viel. Ich brauche ein Ziel. Angriff. Wo ist er? Du hast doch gar keine Chance, kleiner Gnom. Oh. Arduin, da ist er. Bereitet die Seuche vor! Lasst sie auf ihre Armeen niederregnen! Es muss einen anderen Weg geben. Wir haben keine Zeit für Skrupel, Hochfürst. Krieg erfordert nun mal direktere Methoden. Tötet ihre eigenen Truppen. Vernichtet sie! Gasmasken! Holt euch eure Gasmasken! Und wenn ihr ganz keck seid, könnt ihr euch so einen Rucksack greifen und an die Arbeit gehen. Okay. Gut, dann verteilen wir mal ein bisschen die Seuche. Soldaten der Horde! Eure Brüder und Schwestern liegen blutend auf dem Schlachtfeld. Dieser Sieg ist ehrlos, wenn wir unsere Kameraden zurücklassen. Tötet sie alle, Champions! Lasst euch nicht täuschen. König Anduin und seine Armee sind nicht zum Spaß hier. Natürlich nicht. Sie sind hier, um uns auszulöschen. Zeigt keine Gnade, denn sie werden euch keine gewähren. Verliert eure Ehre nicht, Helden. Lord Narash. Ich bin zwiegespalten. Ich würde eher den Sauerfang folgen, bin ich ganz ehrlich. Das ist jetzt auf die eigenen Männer das Gift, die Seuche. Oh, es geht weiter. Die Seuche hat unsere Reihen zerschlagen. Unser Angriff war völlig umsonst. Was jetzt? Thank you.
Das hier endet jetzt. Oh, das sah gerade gar nicht gut aus für uns, ne? Bewegung! Die Reservisten müssen ihnen den Weg abschneiden. Lasst sie nicht durch! Wo ist Sauerfang hin? Überlass das mir. Ich werde die Reservisten anführen. Die Allianz wird nicht weiter vorstoßen. Das schwöre ich. Trefft euch mit Lortimer. Schnell. Enttäuscht mich nicht, Nathanos. Ich gehorche, meine Königin. Na los, Nathanos. Helden, folgt mir. Das kann ja was sein. Wo ist Sauerfang? Das interessiert mich jetzt auch gerade. So, Nathanos, so bringst du uns hin. Bane, schick die Katapulte und jeden verfügbaren Apotheker sofort zum hinteren Burghof. Jawohl, Pestrufer. Aber wo ist Sauerfang? Wir haben keine Zeit für Fragen. Wir verlieren unseren Geländevorteil in wenigen Minuten. Wir nutzen den Engpass am Ende des Seitenflügels aus, um sie zusammenzudrängen. So sind wir ihnen immer zahlenmäßig weit überlegen. Verstanden. Ich stoße so bald wie möglich zu euch. Nein. Lortimer und ich kümmern uns um die Angreifer. Es ist zu riskant, den Kriegshäuptling unbewacht zu lassen. Weicht nicht von ihrer Seite. Wie lange könnt ihr die Allianz abwehren? Was ist die Strategie des Kriegshäuptlings? Das erklärt sie euch besser selbst. Jetzt geht! Champions, zu mir! Okay, der Kriegshäuptling beordert uns in den hinteren Burghof. So, da ist der hintere Burghof. Lortimer, befehligt unsere Waldläufer von der Flanke. Positioniert sie auf den Dächern. Mit Vergnügen, Pestrufer. Pestrufer, das ist auch ein geiler Name. Die Seuchenkatapulte sind unsere vorderste Linie. Sie werden zwischen uns und dem Feind Seuchenwolken erschaffen. Soldaten, Information, die Allianz naht. Da kommt die Allianz, da kommt Grauwolf. Graumähne. Jetzt seid ihr in der Unterzahl. Diese Armee ist riesig. Gebt nur den Befehl, dann bringe ich uns in Sicherheit. Wenn wir jetzt flüchten, werden wir zur Beute. Nein, wir kämpfen und sterben, wenn es sein muss, für unsere Überzeugungen. Eure Zeit ist abgelaufen, König Anduin. Sieg den Verlassenen! Allianz, haltet stand! Ihr brauchtet Unterstützung, König Vryn. Aleria, dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Ich komme immer genau rechtzeitig, Eure Majestät. Mekadril, seid ihr kampfbereit? Selbstverständlich. Und ich habe zur Verstärkung ein paar Maschinen dabei. Dreht ruhig eine Runde. Jaina, Gen, helft mir gegen Pestrufer und Lortimer. Aleria, nehmt den Rest unserer Truppen und schlagt den Feind in die Flucht. Wie ihr wünscht. Champions, zu mir. Meine Maschinen warten auf euren Befehl. Seht nur, wer sich die Ehre gibt. Gut. Jetzt bleibt der Kampf gewiss spannend. Ja. Ich versichere euch, Pestrufer, die Freude ist ganz meinerseits. Die leeren Elfen, diese Verräter müssen bestraft werden. Ja, und jetzt geht weiter der Kampf im Innenhof der Burg. Bis jetzt haben sie uns ein bisschen zurückgedrängt, das wird uns aber nicht mehr zu viel. Wird bald nachlassen. Haltet stand! Klar halten wir stand, was denkst du denn? Wir sind die Horde. Wir werden uns nie aufhalten. Oh. Hey!
Werft sie zurück! Rückzug! Sie dürfen nicht entkommen! Folgt alle Nathanos zum Hof! Ich hindere die Allianz daran, euch zu folgen! Okay, Kriegshäuptling. Wir folgen Nathanos. Nicht stehen bleiben! Das hat sie sehr gut gemacht. Sie hat uns echt beschützt. Ich dachte, sie opfert uns auch noch. So, sind wir mal auf den Druiden gesprungen. Aber der springt mir zu viel rum. Da gehe ich runter. So. Wir sind fast da. Beeilt euch, Helden. Oh, Sauerfang, da ist er ja. Raus damit! Wie schön, euch wiederzusehen, Hochfürst. Ich musste es mit eigenen Augen sehen. War dies von Anfang an euer Plan? Wolltet ihr so den Sieg sichern? Mit dieser ehrlosen Gräueltat? Ehre bedeutet Leichen nichts, Sauerfang. Ihr könnt es euch erlauben, den Tod zu unterschätzen. Aber ich bin mit ihm nur zu gut vertraut. Euch mag es egal sein, wenn die Euren sterben, solange es ehrenvoll ist. Aber die Horde ist es wert, gerettet zu werden. Wer dem nicht zustimmt, hat nicht verdient, hier zu stehen. Sterbt doch euren Kriegertod, Hochfürst Sauerfang. Mir ist es einerlei. Vielleicht werde ich euren geschundenen Körper erwecken, damit ihr mir erneut dient. Oder vielleicht werdet ihr euren Sohn begrüßen können. Champions, kommt mit! Werdet Zeugen des großen Finales! Drunka! Okay, so, Orfang ist bestimmt ein bisschen böse jetzt auf sie, nach diesen Worten. Folgt er uns denn? Ne. Er folgt uns nicht. Ich muss Gas geben, sonst hänge ich hinterher. So, nächstes Video. Ihr habt Sauerfang da draußen dem Tod überlassen. Das ist der Tod, den er wollte. Wenn euch das stört, schließt euch ruhig an. Oder ihr wählt die Lebenden. Es liegt bei euch. Für die Horde. Du weißt, was jetzt zu tun ist. Geh, mein Champion. Einer an. Der Bengel spielt Soldat. Unser König hat eure Armee ausradiert. Zügelt den Köter, eure Majestät. Sylvanas Windläufer, ihr seid mit der Horde auf einem Pfad ohne Ehre. Lordaeron gehört uns. Es ist vorbei. Euer Vater wäre so stolz. Ist das seins? Es ist ganz blutig geworden.
Es war nicht ich, der diesen Krieg wollte. Wenn es euch passt, brüllt ihr Frieden, kleiner Löwe. Aber ihr habt schnell Blut geleckt. Hätte ich dich nur getötet, beim letzten Mal. Wie rüde, Schwester. Du bist zu Gast in meinem Heim. Euer Heim? Ihr besudelt den Thron mit eurem Gift! Genug! Ihr seid verantwortlich für Teldrassil. Aber ich für all die Verbrannten. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen. Beugt euch oder sterbt. Ihr gewinnt gar nichts. Was war das denn? Ha, sie hat alles geplant, die Sylvanas. Aber es mir viel mehr Sorgen macht, wo Sauerfang. So, die Seuchenfledermaus. Die Schlacht um Lordaeron. Damit haben wir es abgeschlossen, ne? Gehen wir nochmal die Aufgabe ab. Fasst euch kurz. Ja, ja. Ich mag diesen Typen einfach nicht. Macht euch nützlich. So, ja, das war die Schlacht um Lordaeron. Ich finde, Blizzard hat es echt gut gemacht. Den Krieg, wie die Allianz eingreift. Sylvanas, sie hat bestimmt noch ewige viele Sachen geplant. Ja, aber mein Freund Sauerfang, ich weiß gar nicht, ist er jetzt tot? Lebt er noch? Das werden wir auf jeden Fall rausfinden in den neuen Add-on, was jetzt diese nächste Woche rauskommt. Die Folge kommt ja Wochenende vorher. Wir werden sehen, was passiert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play WoW bei Burgum LP. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Tschüss.